Das ist die Hütte. Gäste in, im... Jetzt kannst du das lesen, oder? Nur fragmentarisch. Um 11 Uhr... Gestern in Basen großen Lärm hörten. So eine Sauklaue hat übernommen gehabt. Nein, eigentlich ist es schick schlimm. Also, das bringen wir nicht zusammen. Also, ich habe das Büchlein irgendwann einmal bei uns im Speicher gefunden. Und das ist ein Tagebuch von meinem Großvater. Und das war kurz nachdem die Sektion mir gebeten hat, dass ich die Umsetzung von dem Umbau der ganzen Hütten übernehme. Und dann habe ich das Büchlein aufgeschlagen auf irgendeiner x-beliebigen Seite. Und was taucht auf? Also ein Tagebucheintrag von meinem Großvater, wo er auf der Tegernseer Hütten war, 1918. Und der ist später Architekt geworden und hat da schon, lange bevor er studiert hat, Plänchen von der Hütte gemalt. Und hat beschrieben, wie es da oben waren. Da waren bis zu 20 Leute auf der Hütte, also mehrere wie jetzt in der Corona-Zeit. Und er hat dann auch beschrieben, hat das gezeichnet im Schnitt und Grundriss und hat sogar markiert, wo er geschlafen hat. Da. Unten. Das ist ja geil. Das ist irgendwie Fügung, oder? Es ist Fügung, es ist Zufall, wie immer. Auf jeden Fall haben wir es total nett gefunden und haben mich gefreut, dass das alles zusammenpasst jetzt. Also unser Architekturbüro ist da in Rottach, Egern. Wir sind da seit 20 Jahren etabliert und machen alles Mögliche vom Einfamilienhaus. Gastronomie, Hotellerie, aber auch gerne mal Berghütten, weil das was Besonderes ist. Die Projekte starten bei mir am Schreibtisch. Und die Bauherren kommen in der Regel bei mir an und wir konzeptionieren das mit in der Regel einem Mitarbeiter, der das Projekt dann übernimmt und eigentlich auch führt. Und ich weiß immer Bescheid, was los ist. Ich bin auch mit auf die Baustellen. Wir wechseln uns da jetzt bei der Bauleitung ab. Beim Schiener wieder darf ich gewinnen. Wenn es ringt, muss der Tobi nach. Und nein, stimmt. Nein, wir wechseln uns da ab, wir machen das als Team. Der Norbert kommt doch wegen dem Fluchtsteg. Weißt du, ob der heute rum ist? Der Norbert war gestern an. Ja. Und hat alles vorbereitet. Nein, ist ganz normal. Also es gibt immer eine Planung, also auch von der Genehmigungsseite natürlich eine Planung. Und dann wird koordiniert, wer macht was wann. Ganz normal wie immer. Der weiß aber, dass er bis in die nächste Woche fertig sein muss. Ja, weil wir bis dahin telefoniert. Wir haben ja dann die Abnahme. Genau. Also bei so einem Umbau, der also wetterexponiert ist, dann schaust du, dass du möglichst schnell deine Hülle wieder zubringst. Das heißt, Dach runter, neues Dach in der geänderten Geometrie wieder drauf. Was da jetzt die Besonderheit ist, dass die Baustelle halt so weit weg ist. Du fährst nicht jeden Tag einmal schnell rauf und gehst eine Stunde auf die Hütten und eine Stunde wieder runter. Und da muss man jetzt einmal Michel ein großes Lob aussprechen, der macht natürlich. Der nimmt uns echt einen Teil von der Bauleitung ab und wir kommunizieren über Telefon, WhatsApp oder was weiß ich und fragen, hey, hat das hingehauen, waren die da, sind die fertig geworden? Also entweder über die Handwerker oder teilweise über mich. Mhm. Aber die Fäden laufen bei uns zusammen, wir koordinieren das von da aus und schicken die Leute auf die Reise. Aber gleichzeitig? Mhm. Ist optimal. Ist optimal. Und dann bringen wir es auch noch fertig, bevor der Winter kommt. Im Großen und Ganzen, ja, die Kleinigkeiten sind ja viel dann Eigenleistungsgeschichten da noch ein bisschen. Ja, aber das genehmigt jetzt nicht eine Brandschutzgeschichte. Genau, nicht genehmigungsrelevant, genau. Und dann gehst du nachher nochmal hinauf und schaust halt, ob die Sachen alle fertig sind, ob das soweit passt. Ja, dass man alles aufnimmt und. Machst du ein paar Bullen, das ist wichtig. Ja, was wir da oben schon einen großen Unterschied haben, da ja dieser exponiert ist, dass wir im Prinzip alle unsere Bauteile nur mit F30 erfüllen müssen, weil was ja da oben nicht funktioniert, wenn was ist, es kommt keine Feuerwehr. Okay. Wenn es da oben brennt, dann brennt die Hütte. Ja. Und da geht es wirklich nur darum, dass man die Hütte evakuiert und da reichen 30 Minuten das F30, sagt ja die Widerstandsdauer. Okay. Und dann in 30 Minuten muss die Hütte einfach leer sein. Das, okay. Das gelangt da oben. Macht das jetzt nichts aus bei dem wieder. Also, mir gefällt das einmal, wenn es nicht so schön ist, ist ja nicht schlimm. Ja. Das hat ja jeder kurz gewarnt und es ist ja nicht immer nur schön wieder. Das gehört? Das passt, gehört genauso dazu. Gehört dazu. Freilich, wenn wir es uns einteilen können, dann geht man natürlich im Sommer schon, wenn ich weiß, ist es schön wieder übermorgen und heute ist schlecht, dann gehe ich beim Schiener wieder. Aber das passt genauso. Das heißt aber, das gehört dazu bei den Erhards, dass man geländegängig ist, oder? Auf jeden Fall. Dann packen wir es auf, oder? Jeder. Gut.
schön ruhig. Wir sind allein, keine Leute unterwegs. Passt doch. Das ist ja der Charme an der Hütte, dass man halt auch nicht hinfahren kann. Ja. Genau. Wie weit hast du noch? Jetzt sind wir ein paar Minuten sind wir um. Also man sieht es ja heute nicht, weil es so nebelig ist. Man kann es erahnen im Nebel. Bei den Hütten ist ja zur Zeit 100 Jahre da herum und die hat ihren eigenen Charakter und wir wollen ja da nichts umbauen, sondern eigentlich wirklich nur die Geschichten einbauen, dass man wieder übernachten kann, dass die Brandschutzgeschichte ertüchtig ist und jetzt nicht irgendwas Neues hinbauen. Mhm. Wir haben die Dachform ein bisschen verändert, das haben wir machen müssen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich gut geworden und passt super zu der Hütte. Pause. Wie waren wir heute im Angebot? Alles gut. Und heute besprecht jetzt einfach Änderungen, Tobi, oder? Also nein, ich schaue einfach die Sachen an, die genau zum Fertigmacher ist. Ja. Dass ich die Sachen mehr aufschreibe und dann die Leute eben abtelefoniere. Auf dem Plan schaut oft alles ganz anders da aus und dann waren wir halt herum gewesen und sind da durchgegangen und geschaut, wie man es verschieben kann, dass wir doch da kein Zimmer reinbauen, sondern ein schönes großes Lager macht und sowas. Ja. Das ist dann während der Bauphase vor Ort entscheidet bei sowas. Ja. Und das ist auch normal, Tobi, dass man halt während des Baus ein bisschen was um, oder ist das untypisch? Dass man während dem Bau merkt, hackert da, fuck jetzt noch, das muss irgendwie, vor allem weil es halt Umbau ist. Nein, kann schon mehr was verändern, aber da haben wir ja oft mit den Höhen, war das echt schwierig zum sehen, oft, man hat sich halt einfach da noch ein bisschen zwickt, dann hat man halt doch noch mal ein bisschen was umgeändert. Ja. Also muss flexibel was bleiben, bis praktischer wird. Ja. Oder irgendwie gesagt, da drüben die Wand, jetzt schauen wir, dass wir weiter reinziehen, dass dann doch das Personalzimmer, das war ja ein Minizimmer, dann hat das doch ein bisschen mehr, hat man noch ein bisschen was gewonnen und immer noch mehr Fenster, dass man da einmal noch mehr Licht und frische Luft reinbringt. Deswegen haben wir das dann eben noch ein bisschen umgeändert. Ah ja, das wäre eigentlich, danach wäre das der größte Raum gewesen vom ganzen Haus herum, also 4 auf 4 Meter groß. Der Fluchtweg war das. Der Fluchtweg, aber da hätten wir nicht mehr das Regal reinbauen dürfen für sie. Gar nichts. Das wäre ein Raum gewesen, 4 auf 4 Meter, der einfach weiß ist und wo du ein paar Pudel vielleicht hinhängst und damit hätte ich es gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir da durch die 2 Wände noch einmal Platz gekriegt, dass wir da nochmal ein Regal reinbauen für die einzelnen Lagerplätze, wo sie ihr Rucksack reinstellen können, dass nicht alles wie vorher war, direkt vom Bett flackt. Mhm. Wenn sie länger bleiben, Seile reintun und sowas, dann kann man wunderbar für die 11 Plätze 11 Regalfächer bauen. Mhm. Also wir haben ja einfach, nur ein bisschen was, ein paar Fluchtwegrichtungen geändert und ein paar Wände dann geändert, weil es einfach praktischer war, weil man dann gesehen hat, wir brauchen jetzt da nur ein Personalzimmer und dann haben wir da die Lager offen, weil das war einmal abgetrennt, nur mehr Wand herin und jetzt haben wir da ein großes, offenes, was ja schön ist. Jetzt ist das ist wunderschön. Viel mehr Licht um, weil da ist ein neues Fenster herin und da haben wir ein paar Sachen, da haben wir den Gang haben wir ein bisschen schneller gemacht, dass man da noch ein bisschen was gewinnt und da haben wir dann im Fenster noch eben, dann haben wir da ein bisschen was gehen dann doch mal zur Tektur neu greifen. Jetzt sieht man da in den Plan mal, wie es ausschaut oder was halt verändert worden ist an der Hütte selber. Ja. Mit dem ganzen Holz an der Decke und sowas und da hinten die Wand, wo er so ein bisschen auf Altholzoptik gemacht hat, ist schon richtig schön. Ja. Und vor allem vorher war es halt überall geschlürft gewesen. Der Wallen ist, hier ist er losgegangen, da ist die Schrägen rausgegangen nach außen. Man kann sich vorstellen, wie man da alles rumgeschlichen ist, was für einen Raum man jetzt hat. Also nur das Aufklappen, was das gebracht hat. Ja. Das war da davor die Dachfläche, war halt so, die Walmfläche. Da ist jetzt die normale Dachfläche entstanden. Also ganz, ganz viele Feinarbeiten, sowas, was auffällt. Ja. Lauter Ecken und Winkel und Zeigs und Klump. Also das dauert schon noch. Ich glaube nicht, dass es fertig wird. Das Glötzeug fuchst halt dann. Ja, weil es sind ja nur noch ein bisschen über 2 Wochen. Mhm. Jetzt hast du ja keinen Übernachtungsbetrieb gehabt, aber nächstes Jahr blüht das mit dem Corona wahrscheinlich ziemlich sicher auch, oder? Ja. Und das Problem ist halt bei uns jetzt, wir haben halt hier den Raum für 10 Leute, drüben für 11 Leute noch das kleine Kammerl, aber ich darf pro Übernachtungseinheit nur eine Gruppe rein tun. Wenn ich eine 2er-Gruppe da habe, habe ich 4 Leute, habe ich voll. Und dafür, ob sich das Ganze dann dafür rentiert, da bis nachts um 23:30 immer aufzubleiben, ist die Frage. Und wenn ich sage, ich nehme Gruppengröße ab 6 oder 8 Leute an, also einmal 6, einmal 8, hätte ich auch 14, wird sich dann rentieren, da fühlen sich die Einzelbergsteiger wieder diskriminiert. Das geht in große Hütten, die Zimmer haben, geht es gut.
Wenn die viele Zimmer haben und ja, sonst halt nur zur Hälfte belegt, haben sie halt anstatt 60 haben sie 30 Leute innen, aber das rentiert sich. Ja, genau. Eine bessere Saison zum Umbauen hätten wir uns aussuchen können. Habt's gut getan, Tommy. Ja. Die Klappe noch nicht gesehen. Top, super. Oh nein. Aha, alles falsch. Die meiste. Also, spiegelverkehrt. Mit ganz, ganz viel Glück wird es bis Ende Oktober, Anfang November, wo wir da sind, hinhauen. Ja. Aber die letzten Feinarbeiten sowieso nicht. Ja. Aber so, dass man theoretisch vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr in Betrieb gehen könnte, ja, das schon. Wir sind Ernie und Bert. So ist es immer da, oder? Wenn du früher, wenn du rauskommst, hocken sie erst da wieder. Und das wird schon gefahren. Ich bin gar frühstück. Ja, ja. Verstehe. Und es ist schön, wenn so richtiger Wind ist, dann stehen sie in der Luft. Was sind in der Luft? Ja, das waren sie halt immer an. So, das war's. Aus. Alles klar, Michi. Dann wird es viel Zeit. Nächste Woche. Mach's gut. Servus, fertig. Ich hab's gut, Abi. Ja, und danke. Wir machen jetzt das, was wir eigentlich sind. Alpenvereinshütte Kategorie 1, einfache Schutzhütte mit einfacher Bewirtschaftung. Und wem das taugt, der kann kommen. Und wer was Großes essen will, gibt genug Hütten, die darauf angewiesen sind, die groß aufkochen müssen, weil sie abgelegen sind. Können sie da hingehen. Hier kommen sie hauptsächlich wegen der Aussicht. Das, was du anbietest, muss gut sein. Unsere Pfannkuchensuppen sind die Pfannkuchen selbst gemacht. Da ist eine Gemüsebrühe, sind frische Gelbrühe und Petersilie und Sellerie mit reingekocht. Oh, so eine gute Suppe habe ich noch nie gegessen. Und letztens war ein Gorserer da gewesen, der hat gleich von draußen geschrien, wie hat die gemacht, die heirate ich. Hol ich und Dieter rausschicken. Wie Spaß. Geil. Die heirate ich, nimm gleich noch eine. Sehr geil, also es war für dich ein positiver Effekt von Corona, dass du sagst, das war was. Ja, ein Umdenken, ja, was Positives mitnehmen. Wir machen jetzt das, was wir eigentlich sind, einfache Schutzhütten. Back to the roots. Ja, und ihr habt Zeit für die Leute, das hast du im Sommer. Und wir haben Zeit für die Leute, ja, das war dann im Sommer das Schöne gewesen, dass man mal draus hocken konnte und ratschen und nicht nur grüß die Pfirti, der Nächste bitte, sondern wenn alle Plätze besetzt waren, haben wir es besetzt und da haben wir auch mal Zeit gehabt, mit Leuten zu haben. Das ist bei den Leuten sehr, sehr gut angekommen. Ja. Dass jeder eine Beratung gekriegt hat, wo geht der Weg entlang, wie müssen es gehen und wie heißt der Gipfel da, also der Way. Ja. Ja. Nein, also das ist, die Leute waren hochzufrieden gewesen. Ja.